Was bedeutet die Neueröffnung des GAW-Shop? Für die GAW selber sicher sehr viel. Wir sind hier jetzt in einer hochfrequentierten Innenstadt, in dieser Gasse, und hoffen uns hier auch sehr viel mehr Laufkundschaft. Was ist das Highlight bei diesem neuen Shop jetzt? Das Highlight ist sicher das ganze Ladendesign. In meinen Augen ein wunderschöner Laden. Und die neuen TVs, die wir haben, die natürlich ein ganz anderes Bild noch mal gibt, noch viel mehr Leben und Bewegung in den Laden hineinbringt. Wie hat es euch in diesem Laden gefallen? Sehr übersichtlich und hat ein gutes Konzept. Hat eine gute Kundentheke und der Einfachraum ist sehr in der alten Substanz erhalten geblieben. Wunderschön. Also gratulieren zu diesem guten Laden. Der Standort ist super. Also ich habe den noch gar nie gesehen jetzt hier. Und das ist in dem Fall neu, oder? Ja, es ist ein cooler Standort und haben sie schön gemacht. Was ich natürlich cool finde, ist, dass es überhaupt einen Shop gibt. Weil man kennt es, man hat ein Problem. Dann ist man irgendwie in eine Warteschlaufe, irgendein Online-Formular ausfüllen. Und das ist dann auch ein bisschen mühsam. Und darum schätze ich das sehr, wenn es einen Shop gibt, wo man her kann, jemanden mit Augen schauen und er wird dem kaufen. Gefällt mir sehr gut. Was dann natürlich neu ist, sind die Fernseher. Das ist ganz imposant, was jetzt dort steht. Und wir sind ja langjährige Kunden von GAW. Es ist gut, dass jetzt alle hier ist. Wo befindet sich der Shop? Wir sind an der Friedhofsgasse 11. Also eigentlich direkt, wenn man bei der Gurzlengasse gegenüber vom Anortgasse runterläuft. Gerade 10 Meter auf der rechten Seite. Was war jetzt Ausschlaggebende, dass der Shop Solothurn in der Stadt ist? Und was macht der Standort noch so aus? Ja, ich denke, mitten drin, mitten auch in der Stadt. Auch der Kunde kann direkt vergleichen. Wenn er ein anderes Angebot sieht, kann er es direkt mit uns vergleichen und so für ihn das Richtige herauslesen. Wie findet ihr jetzt die ganzen Aktionen hier bei der Neueröffnung mit dem Glücksrad und den Ballon und der Brotwurst? Ja, das ist doch toll. Also da laufen die Leute ein bisschen vorbei, halten an und schauen und da kommt mir noch eine Bratwurst über. Jetzt ist der Shop irgendwie speziell aufgebaut. Er ist sicher so aufgebaut, dass er sehr attraktiv ist, wenn man reinkommt, dass es gerade ein Aha-Erlebnis gibt. Neu sicher auch mit TV-Produkten, die wir drinnen werden vertreiben. Und somit haben wir eigentlich alles, was wir an Abis anbieten, für daheim oder so wie auch für unterwegs, an Multimedia, die wir abdecken mittlerweile. Jetzt ein Blick in die Zukunft. Was erhofft ihr euch vom neuen GAW-Shop? Ja, Haufen Kundenkontakt natürlich, oder? Und Haufen Kunden, die vielleicht auch das ganze Angebot abrunden wollen, mit einer Fernsehanlage, mit einer Musikanlage oder halt einfach auch schnell reinschauen und das Gadget fürs Mobile holen. Und das Wichtigste ist für uns natürlich, den Service auch mit den Endkundenprodukten zu verbinden. Jetzt die GAW hat das Jahr das 20-jährige Jubiläum. Was wünschst du ihnen? Ja, weiterhin viel Erfolg auf diesem doch schwierigen Markt, würde ich mal sagen. Die Konkurrenz ist gross. Und drücke ihnen ganz fest Daumen, dass es noch einmal 20 Jahre gibt. Dass sie weiter so besteht und so aktiv ist bis anhin. Guten Erfolg in die Zukunft. Mit dem Frau, mit dem Standort sind sie sicher näher am Kunden. Ja, dass sie so weiter spulen und weitermachen. viel, viel Glück und dass sie hier mit dem strengen Konkurrenzkampf mithalten können. Ah, dass sie wachsen und bei uns auch verfügbar wären. Wir würden sofort wechseln. Viel Glück.